die Spur. Achtung, jetzt Trainer. Auch. Jetzt weiß ich, wie Helene Fischer sich fühlt. Okay, wunderbar. Ja, hallo, liebe Männer hier, ich glaube, es sind momentan nur Männer, liebe Männer hier im Sub und ja, liebe Menschen draußen in der Welt, willkommen im Stream und willkommen hier in der Männerakademie zum Start des 10. Semesters. Wir hätten am Anfang nicht gedacht, dass wir 10 Semester durchhalten. Aber jetzt beginnt das 10. Semester und auch noch am International Coming Out Day, der heute ist. Und ich meine, Coming Out ist zwar nicht unser Thema, aber unser Thema, glaube ich, ist da auch etwas, was vielleicht da auch hilft. Wir sprechen heute über etwas, was wir in der Männerakademie in den 10 Jahren noch nie zum Thema hatten, nämlich Achtsamkeit. Und wir sind sehr froh, dass wir mit Markus Buhlmann, einen Lehrer und Achtsamkeits-Mitgefühlstrainer, bei uns haben, der uns so ein bisschen durch das Thema die Hand nimmt und durch das Thema durchleitet und fragen wird, warum Achtsamkeit für uns Männer wichtig ist, hoffe ich. Und im Stream bleibt bitte dran, schreibt eure Fragen, eure Kommentare bitte in die Kommentarspalte. Wir werden da die ganze Zeit ein Auge drauf haben und es dann baldmöglichst dann in die Diskussion einbringen. Wenn es irgendwelche Verständnisfragen gibt, glaube ich, kann man die auch während des Vortrags stellen, weil das ist dann immer so ein bisschen schwierig, sich das bis zum Schluss zu merken. Das heißt, es darf ruhig lebhaft sein, macht mit, teilt euch mit und ich danke Markus Buhlmann, dass er hier ist und übergebe dann dir das Wort. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Herzlichen Glückwunsch, ne, zum Jubiläumsjahr. Es ist jetzt 10 Jahre in München. Super, das ist sowas abwechslungsreich. Ich bin hier zum Thema Achtsamkeit und meine Intention war und ist, euch das Thema ein bisschen so nahe zu bringen. Ne? Was ist denn das? Darüber zu sprechen, was ist Achtsamkeit, Selbstmitgefühl? Ne? Das sind so zwei Seiten der gleichen Medaille. Achtsamkeit und Selbstmitgefühl. Und dann, was hat das Ganze mit Mannsein oder Männlichkeit oder Männern, Sternchen zu tun. Man hört dich leider schlecht. Okay, also wie ihr schon seht auf dieser Slide, ne, ist ja sehr viel Diversität da. Und da möchte ich sagen, dass meine Erfahrung natürlich auch begrenzt ist. Ne? Ich erzähle euch nachher ein bisschen kurz, wie ich zur Achtsamkeit kam. Und es ist so meine eigene Reise gewesen. Ne? Also ich bin bewusst, dass ich aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung spreche, die nicht so geteilt werden kann. Das ist meine Erfahrung und soll auch nicht für andere Menschen stehen. Das ist mir irgendwie ganz wichtig. Ne? Als wir gesprochen haben, Christoph und ich, über das Thema, was wollen wir machen, meinte Christoph, lass uns was Grundlegendes machen. Und da habe ich mir überlegt, okay, grundlegend, ein paar Definitionen von Achtsamkeit, von Selbstmitgefühl. Und dann habe ich mir das Video angeschaut auf der Webseite und dann ist das Wort Mannsein, hat Christopher erwähnt. Ne? Und dann das ist bei mir so hängen geblieben, dass okay, lass mich damit was machen, Mannsein und Achtsamkeit. Genau. Meine Absicht war auch, den Vortrag auch erfahrungsbasierend zu gestalten, weil Achtsamkeit und Selbstmitgefühl ist etwas, worüber man sprechen kann, aber es ist auch etwas, was erfahren werden möchte, ne, was gelebt werden möchte. Und da werde ich heute noch ein paar Sachen einbauen, die erfahrungsbasiert sind und ihr müsst da nicht mitmachen. Ist total freiwillig. Es ist auch euch keiner böse, wenn ihr da nicht mitmachen wollt.
macht das, was für euch stimmig ist und lasst das, was für euch nicht stimmig ist. Okay? Aber bei den Übungen zum Beispiel, die Teilnehmer sagen immer dann, ja, es war doch wertvoll, weil sie haben was über sich erfahren und haben dann doch mitgemacht. Genau. Also das ist so grob unser Fahrplan für heute. Kurz so die Geschichte von Markus. Dann, was ist Achtsamkeit, was ist Selbstmitgefühl? Was hat Achtsamkeit und Selbstmitgefühl mit Männern zu tun? Und dann auch eine Übung dazu und dann später dann die Diskussion. Genau, also falls ihr Fragen habt, auch zu Hause in den Chat schreiben, Fragen euch merken, aufschreiben. Okay. Eine Geschichte von Markus. Ich habe es eine Geschichte genannt, ne, weil da gibt es ja mehrere. Und ich wollte euch kurz so erzählen, wie ich zu Achtsamkeit und zu Selbstmitgefühl kam. Also ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, in einer kleinen schwäbischen bürgerlichen Stadt und habe mich immer so gefühlt, dass ich da nicht reinpasse. Ich war anders, ich war schwul, ne, und sehr heteromäßige Kleinstadt. Es gab auch keine Vorbilder. Ich bin so in den 80er, 90er Jahren aufgewachsen. Zeit vor dem Internet, also auch sehr abgekapselt oder isoliert. Ne? Also ich hatte auch irgendwie keine Vorbilder, weder an der Schule noch im Ort. So die Exposure, also was ich so mitbekommen habe über Homosexualität, war dann eher negativ. Ne? Negativ belastet über Witze, die normal waren, ne? Die man sich da bei der Faschingsfeier erzählt hat und so weiter. Aber da war immer dieses Gefühl so, oh, ich glaube, ich bin es doch, ne? So, was war da? So, dann mein Coming Out, heute ist übrigens internationaler Coming Out Day, ne? War dann später und dann bin ich dann in die Bars gegangen und so weiter und habe für mich da auch gesehen, oh, da passe ich ja irgendwie auch nicht so rein, weil ich habe gemerkt, da ist so ein extremer Jugendwahn. Es schien mir irgendwie alles auf Jugend konzentriert und ich habe zwar da altersmäßig reingepasst, ne? Habe mich aber immer gewundert, was ist mit den 35-Jährigen oder 40-Jährigen, wo sind die? Ne? Da scheint irgendwie so einen Cliff zu geben, wo die weggesprungen sind. Ne? Und es war immer dieses Jugendliche da und immer so diese grundlegende Frage dann, ja zu mir oder zu dir? Egal, welches Gespräch ich irgendwie geführt habe, das war immer so, nicht Konsens, es ging immer so danach, okay, und jetzt? Gehen wir zu dir oder zu mir? Ne? Ich so, hä? Also, habe es nicht verstanden. So, dann habe ich studiert, Englisch studiert unter anderem und war dann in einem Gender Studies Programm. Und da hat man dann auch natürlich Theorien dann gelernt und das fand ich sehr ein Stück weit interessant, weil es mir intellektuell ein Erklärungsmodell gab. Ne? Zum Beispiel Begriff Homosexualität kommt aus dem 19. Jahrhundert. Davor hatten wir Sexualität anders gelebt, die Geschlechterrollen waren anders. Es hat mir irgendwie dann so Hoffnung gegeben, weil ich dachte, ah, wenn es in der Vergangenheit anders war, vielleicht kann auch dann die Zukunft anders sein. Aber diese Theorie hat nichts daran geändert, wie ich mich gefühlt habe, nämlich immer noch irgendwie so hoffnungslos und traurig und irgendwie beschissen. Dann hat mir eine Kommilitonin eine Buchreihe geschenkt von Armistead Maupin Stadtgeschichten, vielleicht kennt ihr das, über so eine WG in San Francisco. Und die Bücher fand ich so inspirierend, ne, weil da jeder so sein konnte, wie er wollte und durfte. Ne. Und dann beschloss ich, nach San Francisco zu gehen. Mal schauen, vielleicht ist da ja anders. So. Dann bin ich ein Jahr ins Auslandssemester gegangen nach San Francisco und habe dann bald festgestellt, das ist das Gleiche in Grün. Ne? Jetzt war ich auch noch der Deutsche, der sehr interessant war. Ne? Und es kam immer dann wieder diese Frage auf, ne, zu mir oder zu dir. Dann eines Tages sind mein Mitbewohner und ich raus aus der Stadt gefahren und in so eine Bar gegangen. Und da saß ein älterer Mann an der Bar und wir sind dann hingegangen und haben ein bisschen geredet.
Und haben uns vorgestellt. Ne? Ich so, oh, ich bin Markus und das ist so und so. Und er so, ja, ich bin Armys Dad. Und ich so, ja, wie der Autor. Ne? Und er so, ja, ich bin der Autor. Ne? Dann fand ich es so faszinierend, dass ich jetzt vor diesem Autor stand. Ne? Habe dann auch gefragt, ob er mir sein ID zeigen kann, weil ich es nicht geglaubt habe, dass er das ist. Hat er dann gemacht, hat uns dann zum Essen eingeladen. Und dann haben wir gesprochen über die Stadtgeschichten. Ne? Und ich habe ihn gefragt, ja, warum hat er die, was hat ihn motiviert, die zu schreiben? Und dann meinte er, ich wollte Liebe in die queer Community bringen, damit jeder so sein kann, wie er sein möchte. Ne? Und ich fand das so inspirierend und so berührend, dass so ein Mensch da saß, der sowas bewirkt hat, ne? Durch seine Bücher da Menschen berührt hat und angesprochen hat. Jetzt, wie kam es zur Achtsamkeit und so weiter? Später hatte ich da eine Zeit lang eine Phase so von Depressionen und Angstzuständen. Und da wurde mir mal gesagt, ja, geh doch mal zu einem Yogakurs oder so. Und ich habe dann einen Yogakurs gegoogelt. Und dann gab es einen Meditationskreis bei mir in der Nähe. Da bin ich dann hingegangen. Und es hat mir sehr geholfen. Ich habe zum ersten Mal wieder seit langem so eine Ruhe gespürt. Einfach mal, auch mal eine Zeit lang die Gedanken irgendwie waren dann mal nicht so sehr da, weil ich danach ein bisschen noch was erzählen kann. Und das hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich das weiterverfolgt und bin jetzt mittlerweile dann schon fürs Zentrum fürs achtsame Selbstmitgefühl in Kalifornien tätig. Ich bin da der Übersetzungskoordinator deren Programms. Das ist in 20 Sprachen übersetzt wird und auch neuerdings der Koordinator für Europa, für die europäischen Länder, die in denen MSC, Mindful Self Compassion, achtsames Mitgefühl gelehrt wird. Also, und ganz neu jetzt, hier sind wir hier da, ne, gibt es einen Vortrag zur Achtsamkeit und Selbstmitgefühl für Männer, ne, für die Queer Community. Also schließt sich so ein bisschen der Kreis mit Armys Dad hier, ne. Also so kurz eine Geschichte von mir, wie ich so dazu kam. Ne? Und geht auch so ein bisschen in den Vortrag jetzt hinein, weil ich später angucken möchte, so die Konditionierung von Männlichkeit, von Mannsein, aber auch so ein bisschen so in Kindheitskonditionierungen reingehen möchte. Okay, die Frage, was ist Achtsamkeit? Jetzt wird es gleich viel. Das ist ein Auszug von Jon Kabat-Zinn. Das ist so ein Urgestein. Der hat 1979 MBSR gegründet, Mindfulness-Based Stress Reduction, achtsamkeitsbasierende Stressreduktion in seiner Klinik. Und ich habe jetzt da eine Definition genommen von ihm. Ich habe auch Wörter so blau unterstrichen. Also wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen so auf den blauen Wörtern ein bisschen ruhen lassen. Ich würde sagen, ich lese jetzt einfach mal die Definition, die er uns gibt, vor. Also er sagt, Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblickes zu akzeptieren. Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeiten zu wachsen und uns zu verändern. Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen. Also Achtsamkeit ist Bewusstsein. Ich bin mir jetzt gegenwärtig, dass ich hier einen Vortrag gebe. Ne? Oder ich bin mir bewusst, dass ich jetzt einen Apfel esse. Ne? Und Achtsamkeit hat mit den Sinnen zu tun, was im Hier und Jetzt operiert. Ne? Also über einen Apfel zu essen, zu sprechen, ist anders als in einen Apfel zu beißen. Also es geht um Erfahrung. Und eigentlich gibt es keine die Definition von Achtsamkeit, weil es präverbal ist, also weil es aus der Erfahrung herkommt. Ne?
Und man hat auch, jeder hat so seine eigene Varianz zu der Definition, oder gibt es eine eigene Definition zu Achtsamkeit. Jetzt zu diesen Wörtern, ne, dieses ohne zu urteilen. Ne? Also ich nehme wahr, was da ist, ich bin mir meiner Erfahrung bewusst und ich beurteile das nicht. Ne? Da wird es schon schwierig, weil oftmals ist es ja so, dass wir nicht wollen, was da ist. Ne? Wir wollen, dass unser Leben anders verläuft, dass wir andere Dinge haben. Wir wollen nicht das haben oder das erfahren, was im jetzigen Augenblick für uns präsent ist. Ne? Und oftmals sind wir auch nicht im Hier und Jetzt, sondern sind in der Vergangenheit, ne, was da passiert ist, und drücken das dann oft so in die Zukunft und verpassen somit die Gegenwart, was eigentlich jetzt gerade da ist. Genau, und es geht einfach darum, aus diesen Gedankenwelten auszusteigen, zu lernen. Und so eine Definition ist, dass es darum geht, nicht mehr zu denken. Das geht nicht, ne? Good luck, ne? Wer es schon mal versucht hat. Sondern es geht einfach darum, da ist ganz viel Denken da. Und wenn ich merke schon, dass ich ganz viel denke, bin ich schon nicht mehr in diesen Gedanken drin und kann meine Aufmerksamkeit anders lenken, auf was anderes lenken. In meinen Achtsamkeitskursen oder so geht mir dann in den Atem als Anchor ist das englische Wort, als Anker, ne, oder in die Fußsohlen, um so die Aufmerksamkeit da zu lenken und so die Energie so aus diesem Gedankenkarussell runterzubringen oder rauszubringen. Aber es geht nicht darum, die Gedanken abzuschalten. Es geht nicht. Ne? Es geht darum, die wahrzunehmen. Oh, da sind all die Gedanken. In dem Wahrnehmen bin ich schon einen Schritt draußen. Ne? Und so komme ich aus diesen Geschichten raus, die ich mache, ne, die ich dieser Autopilot im Kopf, ne? Vielleicht kennt ihr das, ihr lauft zum Bäcker, kommt an, wisst gar nicht, wie ihr jetzt angekommen seid. Ne? Schon mal jemandem passiert? Ja, genau, also boom, weg sind wir, ja. Es gibt eine Studie, die sagt so, dass wir ungefähr, oder was schätzt ihr, wie oft sind wir nicht präsent oder sind wir in Gedanken, so prozentual gesehen am Tag? Bei 80, ja, ich glaube 48% ist ungefähr die Zeit, die Prozent, wo wir am Tag gar nicht da sind. Wo wir präsent sind, ist beim Sex. Da sind wir hier, sagt die Studie auch. Aber wir müssen umrechnen, ne? Wir werden 90 Jahre alt, das heißt ungefähr 40 Jahre von unserem Leben sind wir irgendwo ganz anders und gar nicht hier. Verpassen es praktisch, genau. Und da geht es jetzt halt darum, in diese Präsenz zu kommen, in diese Gegenwart, ne, um dann in diesen Fluss des Lebens zu kommen und einfach mal wahrzunehmen, was ist eigentlich da. Wir bemerken dann wieder, sage ich mal, eine Blume an der Straße und finden es dann schön oder so. Ne? Also wir ändern dann unsere Perspektiven. Genau. Aber wie gesagt, es ist präverbal. Ne? Also es ist zum Beispiel, können wir jetzt kurz eine Übung machen, einfach nur, konzentriert auch euch einfach nur mal aufs Sehen. Einfach nur mal sehen, könnt ihr auch zu Hause machen. Ne? Also einfach nur sehen, Farben sehen, Formen sehen, einfach nur den Sehsinn so zu bemerken. Und dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit mal auf den Hörsinn lenken. Einfach nur hören. Geräusche, die nah sind, die fern sind. Laut, leise Geräusche. Und vielleicht merkt ihr schon, dass da eine Veränderung in euch stattfindet, wenn ihr euch euren Sinnen öffnet, weil der Körper, der funktioniert im Hier und Jetzt. Genau. Ein Vorurteil, was ich noch kurz sagen möchte, ist, dieses ganze Hier und Jetzt heißt nicht, dass ich die Vergangenheit vergesse, ne? Oder ignoriere oder so. Aber ich bringe mich ins Hier und Jetzt und kann dann Dinge, die in der Vergangenheit waren, vom jetzigen Zeitpunkt her besuchen oder betrachten, ne? Bin dann auch nicht mehr so gefangen in diesem geladenen
Vergangenheitsgeschichten zum Beispiel. Und eigentlich ist ja das Ursprungswort von Achtsamkeit heißt nicht sich erinnern, nicht vergessen. Ich sage da später noch ein bisschen was dazu. Okay. Jetzt, was ist Selbstmitgefühl? Ist vielleicht im Deutschen das Wort kann ein bisschen irreführen, ne, weil das Gefühl da drin steckt. Selbstmitgefühl hat so verschiedene Gesichter. Und es ist so die Kehrseite die zweite Seite von der Medaille von Achtsamkeit. Die gehören irgendwie zusammen. Die gehören zusammen, weil wenn ich bewusst werde und hier und jetzt bin, ist es schon fürsorglich, ne? Weil ich mir gewahr werde, was in mir vorgeht und was um mich herum hervorgeht zum Beispiel. Und bin ich in diesen Automatismen so gefangen. Ich habe jetzt hier auch noch ein paar so Sätze hingeschrieben. Also Achtsamkeit, das ist die Erfahrung. Ne? Was erfahre ich in diesem Augenblick? Markus sitzt hier, ne? Gibt einen Vortrag. Genau, das ist so die Erfahrung. Ne? Es ist Nervosität da, da ist so ein Kribbeln da, es sind Gedanken da, rede ich zu schnell, verstehen Sie mich, kommt so ein bisschen das Englische von mir, ich habe lange Zeit im Ausland gelebt, also ein bisschen wieder mit rein, ne? Es sind die Gedanken da, das ist so meine Erfahrung, ne? Und dem bin ich jetzt gewahr, es ist Achtsamkeit. Selbstmitgefühl richtet sich jetzt an den Erfahrenden, also an mich und fragt, ja, wie geht's dir jetzt dabei? Ne? Sag ich, oi, ne? Sich hier, ne? Nervös oder so. Und dann kann ich mir, wir machen nachher Übungen dazu, ne? Ist die Frage, was brauche ich? Ne? Kann ich mir jetzt in diesem Moment selbstmitfühlend begegnen? Sowas wie zum Beispiel durch Worte, ne? Ist okay, ne? Du bist nicht der Einzige, der aufgeregt ist bei einem Vortrag. Bestimmt ist jeder Mensch in diesem Raum, hat einen Vortrag gegeben und ist nervös gewesen. Ne? Es ist okay, du schaffst es, ne? So sich stützend zu begegnen. Also wie gesagt, Selbstmitgefühl ist eine wohlwollende, fürsorgliche Haltung sich selbst und dann auch anderen gegenüber. Was wieder nicht besagt, dass ich keine Grenzen ziehen kann. Ne? Also Nein sagen ist auch ganz stark hier vertreten. Also Achtsamkeit fragt, was ist da? Was ist meine Erfahrung? Und Selbstmitgefühl fragt, was brauche ich? Was brauche ich? Und gerade in Momenten, wenn es uns schlecht geht, wenn es uns nicht gut geht, ist es sehr hilfreich oder hilft uns. Ne? Weil in diesen Momenten machen wir das oft nicht. Das sind wir oft sehr selbstkritisch uns selbst gegenüber. Und da gibt es so diese Geschichte von den zwei Pfeilen. Ne? So das Leben schießt jetzt einen Pfeil an uns, ne? Oder, ne? Und sind verletzt, ne? Können wir jetzt nicht ändern. Ne? Aber dann komme ich an und sage, ja mein Gott, warum ich schon wieder? Ne? Die anderen kriegen keinen Pfeil, ich kriege den größten Pfeil und was stimmt mit mir nicht? So diese ganzen Dinge, ne? Da können wir entgegenwirken, weil wir das machen. Ne? Aber die Einladung wäre jetzt da zu sagen, oh wow, ich bin verletzt, ne? Mir geht es gerade nicht gut, was kann ich jetzt Gutes tun, damit, weil es mir jetzt gerade nicht gut geht. Ne? Und das Besserwerden kommt dann automatisch. Das ist wie so ein Kind, das eine Krippe hat. Da gehen wir auch nicht hin und sagen, ja Krippe, schlecht, weg, weg, weg. Sondern wir kümmern uns um das Kind, weil das Kind krank ist und nach geht dann die Krippe von alleine weg. Also so kann man sich das vorstellen. Wir schenken uns Aufmerksamkeit und Zuwendung und Unterstützung, weil es uns nicht gut geht. Und dieses uns Unterstützung geben, weil es uns nicht gut geht, das ist so eine sanfte Seite vom Selbstmitgefühl. Das ist so eine fürsorgliche Haltung, sanft gegenüber. Aber daraus entsteht auch eine Kraft und auch ein Mut, auch zur Veränderung. Ich kann auch ein anderes Beispiel nennen. Zum Beispiel haben wir jetzt mal den Mut, wir haben jetzt den Mut zusammengefasst und sprechen jetzt diesen heißen Typen an. Ne? So, blitzen jetzt aber ab. Jetzt, ui, ja, jetzt geht es uns schlecht, weil Scham ist da und so weiter. Ne? So, die Achtsamkeit wird jetzt sagen, ah, Scham ist da, ne? Wie interessant, wo ist denn die in deinem Körper? Ne?
dann guckst du da, ah ja, da ist es ganz heiß und so weiter. Ne? Aber ich lasse es da sein, ich kämpfe nicht gegen diese Scham an. Oh mein Gott, ich darf doch jetzt nicht nach rot werden und was passiert. Und ich lasse diese Scham da sein und das Selbstmitgefühl sagt dann, okay, was kannst du jetzt für dich tun? Oh, ich muss jetzt nach Hause oder so oder mir einen Tee machen oder was auch immer da auftaucht. Ne? Aber dadurch entwickelt sich dann auch wieder eine Kraft und Mut, dann wieder jemanden anzusprechen. Und wenn man dann wieder abblitzt zum Beispiel, dann tut es nicht ganz so weh. Ne? Also so kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das funktioniert. Und Dr. Kristen Neff aus den USA, die hat Selbstmitgefühl so definiert. Ne? Es kommt ja alles so aus dem Buddhismus. Ja, sie hat es nicht erfunden, aber sie hat gesagt, okay, ist jetzt dann gemessen für Studienzwecken. Es gibt mittlerweile auch über 4000 wissenschaftliche Studien dazu. Und sie sagt halt, es gibt halt drei Komponenten. Die Achtsamkeit, die Verbundenheit und das Wohlwollen. Verbundenheit nennt sie auch gemeinsames Menschsein. Was heißt es? Das ist, wie ich vorhin gesagt habe, also Achtsamkeit, also was ist da? Ne? Scham ist da oder Aufregung ist da, weil Markus hier gerade einen Vortrag hält. Ne? Die Verbundenheit wäre, er ist nicht alleine, Markus ist nicht alleine. Ich bin auch nicht alleine in der Scham, weil es gibt noch so viele andere Menschen, die in so einer ähnlichen Situation stecken, die das auch erfahren haben, abgeblitzt zu werden. Ne? Und Scham ist ein Gefühl, was wir alle haben. Ne? Also die Verbundenheit dann in diesen schmerzhaften Erfahrungen zu spüren, geht so ein bisschen gegenüber der Isolation, die wir oft dann haben. Ne? Ich bin ja der Einzige. Wenn ich um mich herum gucke, sind ja alle super glücklich. Ne? Nur mit mir stimmt ja was nicht. Ne? Genau. Also da dann die Verbundenheit reinzubringen und dann Wohlwollen. Ne? Was brauche ich jetzt in diesem Moment? Was kann ich Gutes tun? Wie kann ich gut für mich sorgen? Was braucht mein Körper? Und so weiter. Genau. Also wir können das auch kurz machen. Auch zu Hause kann man das gut machen. Ihr könnt einfach mal, setzt euch mal hin und ihr könnt auch die Hand aufs Herz legen oder woanders hin. Mal ein bisschen so in den Atem reinspüren. Und dann stellt euch mal vor, ihr schaut auf euch so von der Vogelperspektive. So geht es so ein bisschen aus euch raus und fragt euch, wie geht's euch oder was ist da für euch? Das ist jetzt die Achtsamkeit. Bestimmtes Gefühl, das gerade dominant ist. Langeweile, Aufgeregtheit, Nervosität, Freude, Scham. Dann fühlt ihr euch verbunden. Fühlt ihr euch mit anderen Menschen verbunden. Und dann, was braucht ihr in diesem Moment? Braucht ihr ein wohlwollendes Wort? Ist es okay, dass Nervosität da ist? Oder ist es okay, dass Langeweile da ist? Braucht ihr ein Wort der Unterstützung? Okay, danke. Was sind so diese drei Komponenten von Selbstmitgefühl? Jetzt habe ich noch eine Übung, eine kleine. Da geht es um praktische Gesten, auch wieder zu diesen Komponenten. Also macht mal eine Faust und haltet mal die Faust so richtig fest für so 20 Sekunden. Und was taucht da bei euch auf? Was ist da? Ist ein Gefühl da, ein Körperempfinden? Bei mir ist Enge da, Wut ist da. Das ist so der Widerstand. Ne? So ein Widerstand, ich will nicht, also wir kämpfen so gegen die Erfahrung, die da ist, aber auch gegen uns selber. Wir mögen uns selber vielleicht nicht. Ne? So, das darf nicht sein. Ne? Das ist auch dieser Klang. Ne?
Und jetzt öffnet mal die Hände. Was ist jetzt für euch da? Ist so ein Raum, Vertrauen. Bei mir ist Erleichterung da. Genau. Das ist so diese Achtsamkeit, ne? Dieses Dasein lassen. Dann die Verbundenheit wäre, wenn wir so die Arme ausstrecken, das ist hier eine Wand. Sich für mich verbunden. Wie fühlt sich das an? Es tut sich viel auf. Dimension, die über einen rausgeht. Genau. Dann könnt ihr die Hände so zusammen machen, wie so ein Ball vor euch, ist auch so Verbundenheit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann die Hände so aufs Herz, das aufpassen mit dem Mikro, legen. Das ist so die Geste des Wohlwollens. Gibt es auch einen Klang dazu. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Treppe ist und da rennt so ein kleiner Hund hoch und dann fällt er runter wieder, die Treppe runter. Und dann geht es so, so dieser Klang, das ist so dieses, das ist ein bisschen wie ein Wahlgesang bei mir, aber das ist so dieses, das Wohlwollen. Ja? Und dieser Klang, so diese sanfte Stimme, die bewirkt auch, dass der Körper Oxytocin ausschüttet. Das ist ein Hormon, da fühlen wir uns sicher geborgen. Und so weiter. Das wird bei der Geburt ausgeschüttet, um die Verbindung zwischen Mutter und Kind zu stärken, haben aber Männer auch Oxytocin. Ne? Und es ist etwas, was gegen so Cortisol und Adrenalin so entgegenwirkt, ne? Die Stresshormone. Ne? Also wenn wir gestresst sind, können wir zum Beispiel diese Gesten machen. Ne? Scheiß E-Mail, ne? Ja schon wieder. Ne? Oder ne? Ich kämpfe gerade gegen mich an, ne? Aber dann, ja, es ist da, ne? Nützt ja nichts, dagegen zu kämpfen. Ne? Dann fühle ich mich verbunden und dann kann ich mir was Gutes tun. Wie kann ich mir fürsorglich begegnen in diesem Moment? Genau. So, jetzt, was hat das Ganze mit Männer und Achtsamkeit zu tun? Und jetzt möchte ich in diese Konditionierungen ein bisschen abtauchen und fange an mit Kindheit. Also ich habe hier ein bisschen dunkel. Ich habe das von einem Buch rausfotografiert von Jerry Huber. Das Buch heißt Nichts an dir ist verkehrt, ungewöhnliche Wege zur Selbstakzeptanz. Und mit diesem Kreis zeigt sie praktisch auf, wie wir schon von früh aus lernen, dass mit uns etwas nicht stimmt. Also wir sind nicht gut genug, wir sind falsch und das ist so ein Gefühl von, ach, ich bin ja nicht richtig da, so ein Grundton, der da so aufgebaut wird. Und sie sagt, also das Kind wird geboren und das Kind, wie jeder Mensch, hat Bedürfnisse. Ne? Es muss genährt werden, es braucht Kleidung, es braucht Schutz, es braucht aber auch emotionale Nähe. Ne? Es hat diese Bedürfnisse. Und das Kind lernt, diese Bedürfnisse, da gibt es ja diese Erwachsenen, die erfüllen mir ja dann diese Bedürfnisse. Ne? Als Kind ist man ja abhängig von jetzt den Erwachsenen. Ne? Was aber passiert ist, dass das Kind auch lernt, dass mit ihm was nicht stimmt. Zum Beispiel, ne, ein Kind, das abends im Bett liegt und weint, ne, weil es Angst hat. Ne? Das sagen die Eltern vielleicht, na, mach kein so Theater, es ist schon 9.30 Uhr, du musst schlafen, ne, musst morgen früh in die Schule zum Beispiel. Ne? Es ist schon ein bisschen später, aber so ein Kleinkind auch schon, ne, hat Angst. Aber nee, der muss lernen zu schlafen, ja, zur Schlafenszeit. Ne? Dann lernt das Kind, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil sonst würde ja jemand kommen. Sonst würde ja jemand kommen, mich auf den Arm nehmen oder mich trösten, es ist aber keiner da. Ne? Oder die Angst ist falsch, ich darf keine Angst haben. Ne? Und so fangen wir schon früh an, diese Angst dann zu unterdrücken. Ne? Und es anderen recht zu machen. Ne? Das geht dann weiter in der Schule. Ich bringe meine Eins nach Hause. Ne? Aber bitte, bitte, bitte liebt mich. Ne? Das ist so dieses, liebt mich doch, akzeptiert mich doch. So dieser
diese Pulsader, die da durchläuft. Ne? Also Jerry Hoover sagt, Bedürfnisse werden nicht befriedigt und das Kind denkt, es liegt daran, weil es schlecht ist. Ne? Und das Kind fängt an, sich selbst im Stich zu lassen und beschließt, perfekt zu werden. Ne? Also dieser Perfektionismus, der da reinkommt. Ne? Also so zu sein, wie es andere haben wollen. Ich werde einfach nichts brauchen, ich sollte keine Angst haben, ich werde alles richtig machen, ich werde das perfekte Kind sein. Das sind so Pläne, die man hat. Und das Kind fängt dann an, Überlebensstrategien zu entwickeln. Also wenn ich jetzt Angst habe, nachts einzuschlafen, dann bringe ich meine Taschenlampe mit und mache die dann an. Hasse mich aber gleichzeitig dafür, dass ich so eine Überlebensstrategie habe. Und ihr merkt schon, wohin das rausläuft, so diese Selbstablehnung, dieser Selbsthass, der da schon so geschürt hat. Ne? Und dann diese starke Identifizierung mit den anderen. Ne? Das Individuum benutzt selbstverachtende Verhaltensformen, um zu versuchen, ein guter Mensch zu sein. Es wertet andere höher als sich selbst, verleugnet sich selbst, verwendet Ideale gegen sich selbst. Ne? Und dann kommt es so zum Leiden, zum Leidensdruck. Aber wir machen immer alles, dass diese Konditionierungen funktionieren. Bis sie dann jetzt sagt, dann, wenn der Leidensdruck hoch ist, findet man dann sowas wie Achtsamkeit oder so. Das heißt, ich mache mal eine Pause und merke mal, ui, eigentlich geht es mir ja gar nicht so gut, ich muss irgendwas tun. Ne? Jetzt in diesem Fall findet die Person Mitgefühl und Selbstakzeptanz und sagt, ein Kind wird wieder neu geboren. Es ist so dieser Ausstieg aus diesem, ja, Teufelskreis. Ne? Und das Kind wird wieder geboren, ist auch irgendetwas, was wir in uns bewahrt haben, durch diese ganzen Prozesse durch, die wir irgendwie beschützt haben. Ne? Und da geht es darum, dann zu dieser Authentizität und dieser Selbstbestimmtheit zu gehen, ne? Also sein eigenes Leben zu leben, ne? Nicht abhängig zu sein. Als Kind ist man abhängig von den Erwachsenen. Ich kann nicht als Vierjähriger sagen, ich ziehe jetzt aus und arbeite bei McDonald's. Ne? Geht nicht. Also ich bin da drin. Aber diese Muster laufen ja weiter. Ne? Auch wenn wir 18 sind und so weiter. Ne? Aber wir können da aussteigen. Und Achtsamkeit, Selbstmitgefühl sind so zwei Wege oder ein Weg, da rauszukommen. Genau. Aber dieses ich bin nicht gut genug, ich bin nicht genug, mit mir stimmt was nicht oder so, das ist auch präsent bei queeren Kindern insbesondere. Ich habe jetzt ein Zitat hier genommen von Catherine Von Stockton, die hat vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht, The Queer Child, und sie hat erzählt von so einem Kindheitsparadox, das wir im Westen haben. Und zwar sagt sie, dass unser Kindheitsparadox ist, dass Kinder als asexuell und dennoch als heterosexuell gesehen werden, aber niemals als schwul oder queer. Wenn jetzt der 7-jährige Jonathan sagt, das ist Martha, das ist meine Freundin, die heirate ich mal, wird es vielleicht belächelt, aber nicht in Frage gestellt. Ne? Wenn jetzt der 7-jährige Jonathan sagt, das ist der Max, den heirate ich mal, was? Ne? Da passiert was. Ne? Stockton schreibt weiter, sie sagt, ich war ein schwules Kind, ist die einzige Formulierung, die einem Kind zur Verfügung steht, der das Wort schwul für Sexualität und Erwachsensein steht. Das Resultat für ein Kind, das sich anders und zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlt, ist eine asynchrone Beziehung zu sich selbst. Also wir haben keine Worte dafür. Schwul, das Wort schwul nach Stockton kann man für Kinder nicht benutzen, weil es Erwachsensein suggeriert und Sexualität. Sie spricht dann von proto-gay children. Eve Sedgwick macht das auch, ne, in ihren Büchern. Ne. Aber was bedeutet das? Das heißt ja, das unterstreicht ja das, dass Kindheit gar nicht da ist. Sie wird ausradiert, queere Kindheit. Ne. Und das Kind, was dann drin steckt, fühlt sich selbst wieder, ja, verloren, orientierungslos, weil das keine Sprache hat, ne? Und dann wieder so zur Verbindung zu diesem Kreis von vorher, ne? Mit mir stimmt ja was nicht, ich bin falsch, ne? Bin ich gut genug. Wenn ich mich nicht so fühlen würde, dann würden mich die Menschen akzeptieren und lieben. Ne?
dann fangen wir dann auch an, so diese queeren Impulse dann zu unterdrücken, ne, zum Beispiel, um wieder zugehörig zu fühlen, uns zugehörig zu fühlen. Jetzt geht diese Konditionierung ja weiter. Da haben wir jetzt hier noch ein paar Definitionen zur Männlichkeit. Von Deborah David und Robert Brennan 1976, das sind mal vier rausgegriffen. Ne? Kennen wir vielleicht schon einige davon. Ne? Sei kein Mädchen. Ne? All das, was an Weiblichkeit erinnert, ist verboten. Ein echter Kerl muss jegliches Verhalten oder jegliche Eigenschaft, die einer Frau gleicht, vermeiden. Also die Ablehnung all dessen, was weiblich ist. Das kann jetzt zum Konflikt führen, zum Beispiel, wenn jemand schwul ist. Wir haben ja dann sofort diese Rollenverteilung abgefragt. Bist du aktiv oder passiv? Und da kann dann jemand im Konflikt stehen, wenn man passiv dann mit Weiblichkeit gleichsetzt. Und ja, da kann er einen Männlichkeitskonflikt haben, wenn er dann doch die Passivseite leben möchte, aber dann so ein Konflikt gerät zum Beispiel. Sei groß und stark. Männlichkeit wird an Erfolg, Macht und Anerkennung durch andere gemessen. Man muss Geld, Berühmtheit und Status besitzen, um als männlich zu gelten. Also das dicke Auto, das viele Geld, die vielen Reisen, Geschäftsführer und so weiter, das ist etwas, was als männlich gilt. Dann sei stark wie ein Baum. Männlichkeit setzt Verstand, Härte und Selbstständigkeit voraus. Ein Mann muss immer die Ruhe bewahren, keine Emotionen und keine Schwäche zeigen. Das ist sehr isolierend auch. Ne? Und auch Männer fragen nicht so schnell oder leicht nach Hilfe, wenn sie sie benötigen. Ne? Das spielt jetzt mit der Männerakademie überein, ne? diese Grundintention, was anzubieten für die Gesundheit, ne? Weil Mann muss ja stark sein, keine Schwächen zeigen, keine Emotionen zeigen. Ne? Das sind auch Männer, die an so Programmen teilnehmen, ne? so erleichtert, also Programmen wie Achtsamkeit oder Selbstmitgefühl, so erleichtert, endlich mal Emotionen zeigen zu dürfen, ne? diese Erlaubnis zu haben, ja, es ist okay, du darfst weinen. Ist okay, weinen ist gut, das öffnet. Dann gib ihnen Saures. Männer müssen Aggression und Wagemut ausstrahlen, sowie risikobereit sein und Dinge einfach tun, auch wenn die Vernunft und die Angst etwas anderes sagen. Also immer auf Risiko gehen, einfach tun, egal was mir meine Intuition zum Beispiel einsagt. Und während ich das vorgelesen habe, vielleicht habt ihr euch schon hier oder da euch erkannt oder euch sind irgendwelche Personen in eurer Familie oder Bekanntenkreis schon aufgetaucht, die da hier und da reinpassen. Ne? Also es sind so, wie gesagt, solche Normen, die wieder vorgegeben werden, ne? und die halt nicht passen. Ne? Das ist wie so ein zu enges Kondom, das da übergestülpt wird. Jetzt hatte ich vor, so eine Übung zu machen, aber aus Zeitgründen. Ich sage euch kurz, was das für eine Übung ist. Die könnt ihr auch gerne zu Hause machen. Also ihr entdeckt mal, die Intention ist für euch selber zu entdecken, was bedeutet Mann sein für euch. Ne? Also dass ihr das selber definiert, ne? unabhängig jetzt von diesen Normen. Was bedeutet das für euch? Und da könnt ihr euch mit jemandem gegenübersetzen. Und der eine sagt, Markus, bitte sage mir, was bedeutet Mann sein für dich? Und der zweite antwortet, was gerade da ist, stark sein. Dann sagt der erste wieder Danke. Dann geht es wieder von vorne los. Markus, bitte sage mir, was bedeutet Mann sein für dich? Schwäche zeigen zu dürfen. Und es muss jetzt gerade im Moment keinen Sinn geben. Ne? Wir bewerten das nicht so. Wir lassen einfach mal auftauchen, was da auftauchen möchte. Und sagt die Person wieder Danke. Und so geht es dann 5 Minuten lang. Und die Teilnehmer merken dann schon, da tauchen dann am Anfang vielleicht schon so, was zu erwarten ist, auf. Aber dann, je länger man das macht, desto mehr taucht da auf. Ne? Auch Überraschendes, was da auftaucht. Ne? Es sind auch Tränen manchmal dabei, ne? die da auftauchen. Und das ist okay. Und so
erfährt man dann was über sich. Die Übung, die ich auch noch vorhatte für die, Teilnehmer zu Hause, ne, so ein Freeride zu machen, so ein freies Schreiben ist, ihr nehmt euch 3 Seiten Papier und schreibt einfach auf, was euch einfällt zu dem Thema, was bedeutet Mann sein für dich. Und ihr schreibt und schreibt und schreibt und schreibt, ohne abzusetzen. Wenn euch nichts einfällt, dann schreibt ihr, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein, und dann geht es wieder weiter. Und das ist auch so eine Methode, ein bisschen tiefer zu gehen und was rauszuholen. Und das macht ihr auch 10 Minuten und dann schaut ihr drüber und guckt, ah, was habe ich jetzt hier geschrieben? Und dann könnt ihr euch unterstreichen, was da für euch ja, sich da hervorsticht. Ne? Also es sind jetzt 2 Übungen zum Beispiel, wo man eintauchen kann, ist ja, okay, was bedeutet es eigentlich für mich? Ne? Was ist meine Definition? Was sind meine Werte? Genau. Und ich habe jetzt noch eine praktische Übung, die können wir machen, die können auch, auch ihr zu Hause machen. Ich würde sagen, taucht mal kurz in euch ein oder spürt mal in euch rein, was ihr braucht. Ich möchte euch anders hinsetzen oder hinlegen. Das heißt, es ist ein schwierig, ne? Aber zu Hause ist man vielleicht auf der Couch, auf dem Bett, kann sich hinlegen. Und in der Übung vergewissen werten wir, ist das ein deutsches Wort? Gegenwärtigen wir, bring to mind, eine Situation, die irgendwie schwierig für uns ist. Es kann eine Situation sein, die schon länger her ist, aber auch die aktuell ist. Es kann irgendwas sein, was heute passiert ist. Und dann werden wir die 3 Komponenten des Selbstmitgefühls, also Achtsamkeit, Verbundenheit und Wohlwollen, da anwenden, ne? Und uns fürsorglich, liebevoll begegnen, weil es uns nicht gut geht oder weil wir diese schwierige Situation erlebt haben. Und wie gesagt, ihr braucht nicht mitmachen, das ist total freiwillig. Wenn ihr mitmacht, ihr könnt auch nur so weit gehen, wie es für euch stimmig ist. Ihr könnt jederzeit das beenden, ne? Die Einladung ist, die Augen zu schließen. Wenn ihr sie offen lassen haben wollt, dürft ihr es gerne tun. Auch während der Übung, wenn die geschlossen sind, könnt ihr die Augen gerne aufmachen. Ihr könnt auch gerne eure Füße spüren auf dem Boden. Genau. Dauert ungefähr so 10 Minuten. Und dann würde ich euch einladen, euch aufrecht hinzusetzen. Wenn ihr liegt, vielleicht wollt ihr es euch bequem machen, braucht noch ein Kissen oder so. Und dann, wenn du möchtest, schließe langsam die Augen, dann im eigenen Tempo. Nimm deinen Körper wahr. Magst du deine Füße spüren, deine Socken, Kontakt zum Boden? Magst du dein Bein spüren, deinen Körper spüren? Magst du deine Schultern etwas runterfallen lassen? Und spüre den Atem, die Bewegung des Atems, das Einatmen und das Ausatmen. Und wenn du magst, bringe eine Situation hervor, die heute passiert ist und die schon länger zurückliegt, die etwas schwierig für dich war. Vielleicht hat irgendjemand was gesagt, getan. Vielleicht ist dir ein Missgeschick passiert. Und
nehme auch wahr, was in deinem Körper passiert, wenn du an diese Situation denkst. Ist ein Kribbeln oder ein Pulsieren oder ein Schlechtsein, ein hohles Gefühl, eine Traurigkeit ist da. Und gib all dem Raum, um da sein zu können. Ganz viel Raum, ganz weit. Und sage dann langsam und freundlich zu dir selbst, das ist ein schwieriger Moment. Oder ouch, das tut weh. Das ist stressig für mich. Und ganz egal, was andere Menschen darüber denken, für mich ist es jetzt gerade sehr schwierig. Und dann sage langsam und freundlich zu dir selbst, Schwierigkeiten gehören zum Leben, sind Teil des Lebens. Das ist ein Ausdruck unserer Verbundenheit oder unseres gemeinsamen Menschseins. Und andere Möglichkeiten sind, ich bin nicht alleine. Anderen geht es genauso wie mir. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob ich der Einzige auf dieser Welt bin, dem es so geht, so gibt es andere, die etwas Ähnliches durchlebt haben. Die wissen, wie es sich gerade anfühlt, in meiner Situation zu sein. Die wissen, wie ich mich fühle. Und vielleicht ist sogar ein Mensch hier im Raum oder zu Hause, der genauso fühlt wie ich. Ich bin nicht alleine. Wir alle erleben schwierige Zeiten in unserem Leben. Oder so fühlt sich das an, wenn Menschen schwierige Zeiten durchleben. Und nun lege die Hände auf deinen Körper oder eine andere beruhigende Stelle. Spüre die Wärme, den sanften Druck deiner Hände, wo du gerade etwas Unterstützung brauchst. Vielleicht da, wo es weh tut. Und dann sage zu dir selbst, möge ich freundlich zu mir sein oder möge ich mir selbst geben, was ich brauche. Möge ich verständnisvoll mit mir umgehen? Oder du sagst zu dir selbst, ich stärke dir den Rücken, ich bin für dich da, ich schaff das. Das ist Selbstfreundlichkeit und vielleicht gibt es irgendwelche anderen freundlichen, unterstützende Worte, die du jetzt in dieser schwierigen Situation gerne hören möchtest. Zum Beispiel, möge ich diese Verletzlichkeit zulassen, möge ich geduldig mit mir sein, möge ich jetzt für mich selbst da sein, möge ich mich beschützt und geborgen fühlen, ich schaffe das, möge ich mutig sein, möge ich stark sein. Möge ich mir das geben, was ich brauche. Und wenn du Schwierigkeiten hast, geeignete Worte zu finden, vergegenwärtige dir eine Freundin, einen guten Freund, einen geliebten Menschen, der in einer ähnlichen Situation ist oder ein leidendes Tier. Was würdest du zu diesem geliebten Menschen oder Tier sagen?
Welche Nachricht würdest du ihm oder ihr aus deinem Herzen zukommen lassen? Und vielleicht kannst du nun versuchen, dieselben Worte an dich selbst zu richten. Dir selbst diese Botschaft zu schenken. Und atme weiter ein und aus. Lass alles da sein, so gut es geht. Spüre deinen Atem. Und dann lasse langsam los von dieser Übung. Vielleicht magst du tief einatmen, ein bisschen tiefer als vorher. Ausatmen. Dann öffne deine Augen. Eins hier und jetzt. Nimm dir ruhig ein bisschen Zeit, dich zu recken und zu strecken. Vielleicht magst du kurz reflektieren, was ist für dich aufgetaucht. Eine Erkenntnis dabei. Wie fühlst du dich jetzt? Was ist jetzt für dich da? Einfach ein bisschen nachspüren. Danke fürs Mitmachen. Und zum Schluss, so ein Schlussbogen, eine kurze Zusammenfassung. Also Achtsamkeit ist Bewusstsein im Hier und Jetzt. Sind im Hier und Jetzt, ist die einzige Zeit, die wir haben. Vergangenheit ist schon vergangen, Zukunft noch nicht passiert. Jetzt ist der eigentliche Augenblick. Ne? Es geht ums Durchfühlen, natürlich das Dasein zu lassen, was da ist. Erfordert auch ganz viel Mut, ne? Schwierige Gefühle da sein zu lassen. Ne? Und es bedeutet auch nicht vergessen. Ne? Nicht vergessen in dem Sinne, was sind eigentlich meine Werte? Für was lebe ich? Für was stehe ich, ja, unabhängig, was die anderen mir sagen. Das Selbstmitgefühl ist eine wohlwollende Haltung sich selbst gegenüber, gerade weil es eigentlich gut ist. Es geht nicht darum, jetzt Druck zu entwickeln, mir muss es jetzt besser gehen, sondern nein, wenn jetzt gerade nicht gut, kann ich mir liebevoll begegnen, weil es mir halt gerade schlecht geht. Also Achtsamkeit ist es da sein lassen. Das Mitgefühl ist, dass sich selbst mit Wärme und Geborgenheit halten, woraus dann auch Kraft und Mut zur Veränderung entsteht. Das kommt dann da raus. Ne? Das ist ein kraftvolles Selbstmitgefühl. Es geht so raus aus Abhängigkeiten und so rein in Präsenz und in Selbstbestimmtheit. Ne? Und jetzt in Bezug zu dem Thema Männer. Ne? Was bedeutet Mannsein für euch? Ne? Was taucht da bei euch auf? Was für Verletzlichkeit ist da? Dann wäre es Achtsamkeit, das Mitgefühl, eine Methode, euch dadurch hilft, ne? Euch zu stärken, dass ihr in eure Kraft kommt. Ja, danke. Danke, es ist geschrieben für euch, für Christopher, Team, für die Männerakademie, der Catherine White Stockton, Pigman, Daniel Ellenberg, Skirmer, Christian Nerf, Pausch und der Mate. So, rutsche bitte, Berdi, bitte. So, ja, vielen Dank. Sehr spannend. Das erste Mal mit der Männerakademie mit
Übungen, so als Workshop-Charakter. Hat sich sehr schön angefühlt, ich hoffe für euch auch. Momentan sind noch gar nicht, kaum Kommentare drin, keine Fragen. Es ist ein Kommentar drin, der sagt, toller Vortrag, das kann ich nur unterstreichen. Ja, Felix. Ja, ich habe irgendwie, also das fand ich ganz spannend, weil ganz aktuell, also als ich deinen Vortrag angehört habe, konnte ich ganz gut mitmachen, habe sofort gespürt und so. Und habe ich ja gemerkt, wie dieser Mensch da, der mich an seinem Handy auf Grindr war. Ich dachte mir, okay, sein Ding soll er machen, was er will, konzentriere ich auf sich selbst und hat nicht funktioniert. Dann musste ich etwas sagen. Danach ging es plötzlich nicht gut. Ich dachte mir, jetzt habe ich den Typen angeschissen und ja. Und dann, gut, bei mir ist sowieso der Fall, dass sowas gleich im Körper geht, also das heißt Körperspiel. Bei mir ist es so, dass ich dann zur Zeit eben, was Neues sozusagen leider dazugekommen ist, dass ich dann hier so einen Krampf spüre im Bauch, dass es halt heiß wird, krampfig wird. Genau. Und dann kam ja von dir dieses, was ich ganz schwer fand, dieses Akzeptieren von dem Zustand. Und da war auch zum ersten Mal keine Hoffnung da, dass das weggeht. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Und dann mit dem, was kann ich Gutes für mich tun, die eigenen Worte zu finden. Und tatsächlich hat sich es wirklich jetzt ein bisschen gebessert. Das fand ich ganz toll. Vielen Dank. Danke fürs Mitteilen. Ja. Ja. Ich fand es noch schwierig, ne, mit diesem Dasein lassen. Wer findet es, fand es schwierig? Ich finde es schwierig, ne, dieses Dasein lassen, weil es auch so gegen alles spricht. Ne? So, es geht immer alles um wegmachen, ne? wie du sagst. Klar, möchten, dass es uns gut geht. Ne? Ja, los und sofort, ne? Jetzt weg. Gibt mir ein Medikament, ne? Das ja, gleich weg, wegdrücken. Ne? Genau. Und da ist halt die Einladung, mal hinzuschauen, ne? Zu gucken, oh, was ist da. Ne? Aber das Interessante ist, beim Selbstmitgefühl ist die Einladung, nur so weit zu gehen, wie du möchtest und kannst. Also nicht dich jetzt da durchzudrücken, um es wieder wegzuhaben. Ne? Was ein sehr aggressives Vorgehen ist, sondern einfach so, oh, okay, jetzt gucke ich mal hin, aber jetzt, na, jetzt reicht's, ne? Und dann kannst du dich auch wieder zurückholen. Ne? Und es ist auch oft eine Frage, die gestellt wird, ne? Wie viel von jetzt Schmerz muss ich spüren? Ne? Und die Antwort ist nicht viel. Es reicht nur, wenn man das gesehen hat. Ne? Das ist wie ein Wesen. Ne? Das heißt, ah, Angst ist da. Ne? Und dann reicht es auch, das nur zu kurz wahrzunehmen, anzutippen. Man muss da nicht durch. Ne? Das, wie man es praktisch los wird, ist dann diese Geschichte mit dem Zitieren oder sich was Gutes tun? Oder wie muss ich das genau verstehen? Genau, das Loswerden passiert automatisch. Ja? Weil Emotionen, im Englischen Energy in Motion, das sind Energien, die fließen. Ne? Und was passiert ist, wir verkrampfen oft und das hält die irgendwie so fest, ne? Im Körper. Wenn wir aber dem Raum geben, dann fängt es an, sich wieder zu bewegen. Und vielleicht hast du oder andere gemerkt, es gab vielleicht so eine Art Shift. Ne? Das ist ein bisschen hochgewandert oder dahin gewandert oder ist intensiver geworden, kann natürlich auch passieren. Ne? Aber die bewegen sich. Ne? Und dann geht es von alleine weg. Ne? Also auch praktisch nicht die Hoffnung, sondern die das Vertrauen zu haben, dass es tatsächlich weggehen kann. Oder darum geht's. Ja, genau. Weil wenn ich sage, du musst jetzt weg, du musst jetzt weggehen, dann bin ich ja schon wieder so in der Selbstablehnung drin, weil ich sage, mir stimmt ja was nicht, weil ich habe ja das Ding, das muss jetzt weg. Sondern die mitfühlende Haltung wäre jetzt, oh, es ist da, ne? Es ist da, ich fühle mich so und so, ne? Aber ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Da gibt es noch andere, die genau so das spüren. Und dann, wie kann ich mir jetzt freundlich gegenüber begegnen, weil das gerade da ist. Ne? Und dann schauen, was bei dir auftaucht. Und das ist eine Übungssache, ne? Kann man aber üben. Ne? Das sind alles Sachen, die wir ja in uns haben. Ne? Wir wachsen halt nicht auf, wir lernen das halt nicht. Ja, und als Männer schon gar nicht. Gar nicht. Und ich fand, ich kannte dieses Beispiel auch, was du gezeigt hast. Ich wollte nur vorlesen, wir haben mal, es gibt dann auch diese 7 männlichen Imperative von Herb Goldberg, da haben wir mal vor Jahren
im Sub eine Postkarte draus gemacht. Und zwar, also drüber steht, Schwule sind richtige Männer. Und diese Imperative sind, je weniger Schlaf ich benötige, je mehr Schmerzen ich ertragen kann, je mehr Alkohol ich vertrage, je mehr Sex ich habe, je weniger ich jemanden um Hilfe bitte und von jemandem abhängig sein will, je mehr ich meine Gefühle unterdrücke und kontrolliere, je weniger ich auf meine Gesundheit achte, desto männlicher bin ich. Und das ist so ein Programm, was gerade natürlich bei schwulen Männern oft fatal ist, weil eine der möglichen Beschädigungen, die das Coming-out mit uns bringt, und nochmal, heute ist Welt-Coming-out-Tag, ist einfach bei ganz vielen von uns so ein Männlichkeitsdefekt. Oder so ein angenommener Männlichkeitsdefekt, dass ich dann so das Gefühl habe, letztendlich bin ich wahrscheinlich doch weniger Mann als der Hetero neben mir. So. Und dann bin ich natürlich viel mehr gefährdet, sozusagen solche Männlichkeitskonstruktionen aufzunehmen und halt wirklich dann zu sagen, okay, wenn ich saufe, wenn ich richtig dauernd bumse und immer einen Ständer haben kann und wenn ich Schmerzen ertragen kann, dann bin ich richtiger Kerl, dann beweise ich es auch sozusagen. Das ist die Essenz. Und das ist natürlich, also meines Erachtens genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Ja. Und deswegen sind, glaube ich, tut es uns als schwule Männer vielleicht auch besonders gut, sich etwas das mehr zu vergegenwärtigen, was für Möglichkeiten das auch hat. Und ich frage mich nur, ob man nicht eh schon in sozusagen so einer fast privilegierteren Position sein muss, um es überhaupt zulassen zu können. Ich meine, kommt da jeder hin? Oder, keine Ahnung, was ist, wenn ich Depressionen habe? Was ist, wenn ich Neurosen habe? Was ist, wenn ich eine schwierige wirtschaftliche Situation habe? Was ist, wenn ich zu Hause sitze und total Panik habe, weil ich denke, oh Gott, jetzt steigt meine Gasrechnung ins Unermessliche? Ist es da auch die Erfahrung, kann ich das so trainieren, dass mir diese Methoden immer zur Verfügung stehen? Gibt es, ja. Also es gibt ja mittlerweile Meditationen, die dann veröffentlicht sind. Christopher Gurmer, Christian Nerf haben welche auf ihrer Webseite gestellt. Aber es gibt natürlich diese Programme, die halt sehr hilfreich sind, ne? Weil das Ganze ja im Kontext passiert. Ne? Also in diesen Programmen lernt man dann das Didaktik dabei, das sind Übungen dabei, Reflexionen dabei, so wie jetzt auch diese Übungen der Selbstmitgefühlspause, da ist ja so ein Kontext dabei. Ne? Also ist das schon hilfreich, so ein Programm zu machen. Ist natürlich eine Kostenfrage, ne? Wer kann sich das leisten? Ja. Ne? Und MBSR wird mittlerweile schon von den Krankenkassen von einigen bezahlt. Das ist das Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist auch ein 8-wöchiges Programm. Da würde ich jetzt mal gucken, da rein zu gucken, ne? Ob das dann abgedeckt ist. Das ist eine Möglichkeit. MSC, das Mindful Self-Compassion, ist noch nicht durch die Krankenkassen durch. Aber MBSR, meines Erachtens, ist es. Ne? Also das wäre eine Möglichkeit. Und es gibt immer bei so Programmen, also so kenne ich das, dass keiner abgelehnt wird, der das unbedingt machen möchte und keine finanziellen Mittel hat. Mhm. Aus persönlicher Erfahrung hatte ich mal jemanden, der hat 10 Euro gezahlt. Mhm. Wir haben gefragt, was ist dir das wert? 10 Euro, ne? Kann ich mir leisten? Ne? Hat dann 10 Euro einen Kurs mitgemacht. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Mhm. Aber interessant wäre dann sowas dann auch zu fördern, ne? Oder zu gucken, wo gibt es Fördermittel, um Teilnahme dazu zu fördern, ne? Dass das ist, zugänglich ist für jeden. Ich glaube... Ja, das wäre eben der Punkt, man muss zum einen davon wissen, es muss Fördermittel, also man muss das auch wissen, es muss Fördermittel geben und eben die Leute, die besonders davon profitieren würden, die kriegen das ja oft nicht mit. Also ich erlebe schon zum Teil, dass es jetzt auch in so Grundschulklassen oder sowas, so Yoga oder zu Beginn, achte auf dein Gefühl, sowas stärker integriert wird, aber zum Großteil solche Menschen, die davon besonders profitieren würden, das halt leider nicht mitkriegen. Also ich habe in der Sucht gearbeitet und weiß aber von Psychosomatiken, die arbeiten ja mit so Programmen. Gerade bei Menschen mit Traumatisierungen extrem, da ist es so der Hit, in Anführungsstrichen, um die Leute immer wieder ins Hier und Jetzt zu führen, wenn die getriggert werden durch irgendwas, und die lernen das auch. Und das Absurde ist, obwohl ich selber also in dem Bereich gearbeitet habe, ich war in einer Meditationsgruppe und wir haben da immer ähnliche Übungen gemacht wie du. Man kann das auch lesen, also gibt es eine Buddhistin, die Ayakema heißt, die ist leider mittlerweile verstorben an
ist der Name, nach dem ich vorher gesucht habe, eine Buddhistin, die in verschiedenen Zentren in Deutschland das angeboten hat, ähnliche Übungen, um einen, in dem Fall Mann, immer wieder ins Hier und Jetzt zu führen. Und ich habe gemerkt, obwohl ich in der Gruppe das 2-3 Jahre geübt habe, es will einfach immer wieder geübt werden. Mhm. Durch das, was du gesagt hast, ich hätte mich auch viel höher eingestuft. Ich bin mehr als 50% nicht im Hier und Jetzt, in der Zukunft, in der Vergangenheit, lass mich zerstreuen. Und es, den Moment zu erleben, im Hier und Jetzt zu sein, jetzt auch durch deine Übung, die du total gut, also mich und die anderen durchführst, ist einfach ein Geschenk. Es weitet sich innerlich was. Ich komme aus dem Kopf raus. Ich spüre mich ich konnte auch ebenso, hatte auch Mitgefühl, was mich hat es nicht so genervt, aber mich hätte es genervt. Ich habe das mitgekriegt, was da läuft. Und solche Dinge dann loslassen, in von gut wie ruhig du bleiben konntest. So ins Hier und Jetzt zu kommen und sich nicht von so blöden Belanglosigkeit, auch jetzt in der jetzigen Zeit mit diesem überall ist irgendwie Chaos, Klima und Putin und was weiß ich was, im Hier und Jetzt zu sein, hat ja auch was mit Genesung zu tun. Und mich nicht zu flüchten, wie du es vorher erwähnt hast, in Sex oder in Drogen oder Alkohol oder was auch immer. Es weitet sich was in mir, der Kopf wird frei und ich denke, da kann auch Heilung dann stattfinden, im eigentlichen Sinne. Was ist Heilung? Und deshalb wird es viel angeboten zwischen den Kliniken oder ambulanten Therapeuten bieten das auch an. Aber wie gesagt, selbst ich, der es immer wieder praktiziert hat, wir haben uns einmal im Monat getroffen, das eingeübt, 1,5 Stunden mit verschiedenen Meditationstechniken, stille Meditation, Gehmeditation. Es will immer wieder jeden Tag neu praktiziert werden. Und, da fällt mir jetzt gerade noch ein. Ne? Christine Neff hat gesagt, selbst Mitgefühl, das ist keine Destination, also kein Endziel, sondern es ist ein Wegbegleiter. Das sind alles Werkzeuge, die wir jetzt in diesem Moment dann nutzen können, ne? Weil es uns nicht gut geht, ohne jetzt irgendwo hinzukommen. Klar wollen wir, dass es uns gesundheitlich gut geht, ne, und so weiter. Aber es sind immer so dieses, es geht nicht darum, jetzt ein Endziel zu verfolgen, sondern was in diesem Moment kann ich tun, weil es mir schlecht geht. Ne? Was kann ich für mich tun jetzt gerade? Was ist mir auch zugänglich? Ne? Vielleicht mal tief einatmen oder ausatmen, eine kurze Pause. Oder vielleicht kann ich kurz aufs Klo gehen oder so. Ne? Mich da ein bisschen zurückziehen, für ein paar Minuten wieder zu mir kommen. Also so Kleinigkeiten. Ne? Genau. Also es gibt jetzt, was kann ich jetzt in diesem Moment tun? Und du hast richtig, ne, das ist Übung, ne? Mhm. Auch weil die Konditionierung so stark sind, ne, das fängt ja schon so früh an. Mhm. Wein nicht. Ne? Hab's ja doch gesagt. Ich finde nicht nur das, weil aber auch unsere Lösungsansätze manchmal halt nicht wirklich gut sind. Ich dachte dann vorhin, du hast dieses Beispiel gebracht, irgendwie du machst einen Typen an und der lehnt dich ab. Und jetzt sitzt du da und schämst dich und dann hast du gesagt, und dann überlege ich mir, was ich Gutes tun kann. Ich sage, ach, dann trinke ich eine Tasse Tee. In der Realität wird der Mann vielleicht dann da sitzen und sagt, überlege ich mir, was ich mir Gutes tun kann, trinke ich jetzt mal 3 Schnaps. So. Mhm. Das heißt, ich muss ja vielleicht auch bei der gleichen Frage dann vielleicht auch eine andere Antwort dann geben können. Und habe aber vielleicht in der Vergangenheit dann die Erfahrung gemacht, naja, wenn ich mich zukippe, das bringt schon auch irgendwas. Ja. So, klar. Und ich denke, aber da muss ich ja sozusagen einen Weg machen, der ja nicht nur sozusagen die richtigen Fragen stellt, sondern der einfach auch so eine ganz andere Wertebasis hat. Genau. Und da muss ich mich selber kennenlernen, ne? Mhm. Was brauche ich? Und ich möchte auch ein bisschen was sagen, das ist auch nichts falsch an einem Glas Wein oder so, ne? Also das ist auch wichtig, ne? Und am Sex ist auch nichts Falsches, ne? Aber ja, mal gucken, in welchem Kontext es passiert oder was steckt dahinter, ne? Warum mache ich das alles, ne? Ja, da muss aber natürlich schon ein gewisser Reflexionsprozess drin sein, weil also jemand mit einer Essstörung kann auf die Frage, was brauche ich, auch sagen, 10 Big Mac. Ja. So, und also deswegen denke ich, es ist halt auch sozusagen ein gewisser Werterahmen, wo ich einfach auch schon lernen muss. Also ich muss wirklich dann
manche Dinge entlernen und vielleicht wirklich neu lernen. Und ich denke, das ist schon auch so eine Geschichte, wo auch das Wort Selbstwertgefühl natürlich da ist und wo wir natürlich als, man ist nun mal wirklich so, auch wenn es blöd klingt, als Teilnehmer einer Minderheit, die ja sozusagen bestimmten Stressoren ausgesetzt ist in Kindheit, Jugend, Erwachsenenleben, ist es schon schwierig, sozusagen manche falschen Pfade dann wirklich wieder zu vergessen. Man fährt auch wieder immer zurück in die alten Muster. Ne? Mhm. Aber dann hilft es ja das Mitgefühl wieder, weil ups, ne? Ja. Here I go again. Mhm. Yeah. And it's okay. Was ich mich gefragt habe, und das Wort ist auch schon zweimal, glaube ich, gefallen, was würdest du denn sagen, was ist denn der Unterschied zwischen diesen Achtsamkeits- und Selbstmitgefühlprogrammen und Meditation? Du hast, Meditationen sind in diesen Programmen drin, das sind so 8 Wochen Programme, ne? Ein Teil davon, Meditation wäre, es ist ein Bestandteil davon, wie ich vorhin schon sagte, du hast in so einem Programm mehr Kontext dahinter, also du hast Themen geordnet und Meditationen, die dazu passen. Ne? Also wäre das die Meditation an sich drinnen. Ne? Man kann natürlich auch nur meditieren, ne? Gibt es ja auch, wenn man da Praktiken hat oder so. Kommt drauf an, was man will, was man braucht. Mhm. Ne? Ja. Ja. Eines der größten Probleme, die ja die Leute oft haben und was auch sozusagen immer weiter verbreitet ist und glaube ich mittlerweile auch fast Nummer 1 bei den Krankschreibungen ist, ist Depression. Gibt es denn eigentlich auch Erfahrungen oder auch vielleicht so wissenschaftliche Erfahrungen und Studien, ob es da zum Beispiel auch sozusagen hilfreiches Vorgehen ist, wenn jemand unter bestimmten depressiven Formen leidet? Könnten dann so Achtsamkeitsprogramme auch hilfreich sein? Ja, da gibt es noch ein Programm. Also es gibt 3. Das ist so, ne? Also MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, das ist das erste von John Kabat-Zinn. Mhm. Dann gibt es MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie. Die wollten ein Programm entwickeln, was Menschen hilft, nicht mehr in Depressionen reinzufallen, also Resilienz zu stärken. Mhm. Ne? Und bei MBCT geht es gerade ganz verstärkt darum, aus diesen Gedanken rauszukommen. Mhm. Und dann das Programm hat dann gezielte Übungen, die darauf halt abzielen, aus diesem Gedankenchaos herauszukommen und sich die eigene, so eine, im Englischen heißt Signature zu entwickeln, sich selber kennenzulernen. Oh, jetzt steige ich wieder da in diese Geschichten ein. Oh, jetzt gehe ich wieder da in diese Spirale runter. Das ist zu erkennen und dann halt nicht reinzugehen. Ne? Was brauche ich jetzt denn in diesem Moment, damit ich nicht wieder so reinfalle? Und die haben festgestellt, dass das genauso hilfreich ist wie Medikamente, also bei Depressionen. Es ist weder besser noch schlechter, es ist gleichwertig. Also weil die halt festgestellt haben, die ist die Gründer, Mark Teasdale und noch 2 andere, die haben halt festgestellt, dass es okay ist, solange die Menschen Medikamente nehmen, es ist in Ordnung, sobald sie weg davon sind, geht es wieder von vorne los. Und da wollten sie was machen, damit das nicht passiert. Das war der Reiz davon, dieses MBCT-Programm zu entwickeln. Und die waren dann fasziniert von John Kabat-Zinn und dessen Forschung, was daraus kam. Und haben sich das angeguckt, da mitgemacht und daraus ein MBCT entwickelt. Und dann jetzt erst vor 10 Jahren kam dieses Selbstmitgefühlsprogramm dann raus von Christopher Germer und Kristin Neff. Weil das in den anderen beiden Programmen implizit abläuft. Also ja, sich liebevoll gütig, da wohlwollend zu begegnen, haben die ein Programm gemacht. Das ist so ein Dreigestirn, MBSR, MBCT, MSC. Mhm. Wie gesagt, MBSR meines Erachtens wird schon von einigen Krankenkassen, MBC weiß ich nicht, MSC nicht, das weiß ich. Müssen wir mal schauen. Oder mit Zuschuss oder irgendwas. Wenn es Volkshochschule macht oder das einreicht, dann kriegt man Zuschuss zum Programm. Also als allgemeiner Hinweis, viele Krankenkassen haben einfach bestimmte Programme, die sehr unterstützend sind. Und ich denke, soll jeder vielleicht mal mit seiner Krankenkasse sich in Verbindung setzen und schauen, welche in diese Richtung führende Programme haben die. Die meisten haben in der Tat wirklich was. Gibt es ja, also hast du praktisch das eine Website, nehme ich an, oder? Eine eigene? Genau, wo man ein bisschen nachlesen kann, was sie auch gemacht haben heute. Ja, kannst du auch gerne E-Mail schreiben. Ja. Also. Ich habe nochmal eine Frage zu dem speziellen Hormon. Jeder hier hat ja
wahrscheinlich oder sicher die Erfahrung gemacht, durch Sport oder durch guten Sex wird Serotonin ausgeschüttet und wir fühlen uns besser danach. Also, und du hast jetzt ein anderes Hormon genannt und da würde ich gerne wissen, wie heißt es nochmal und wo ist da der Unterschied zwischen diesem Serotonin und dem, was du genannt hast? Also das Hormon heißt Oxytocin. Das ist etwas, was zum Beispiel bei der Geburt ausgeschüttet wird, um die Verbindung zwischen Mutter und Kind zu stärken. Mhm. Haben aber Männer auch. Und das ist etwas, wo wir uns geborgen fühlen, sicher fühlen, verbunden fühlen. Und das wird ausgeschüttet durch Berührung, also Touch. Mhm. Also Selbstberührung, ja, oder von anderen auch, das bewirkt es, dass das es geht nochmal tiefer, also vom Gefühl her, wie so Serotonin als nochmal, oder ja, du hast ja beantwortet. Das glaube ich, ist schwierig, das quantitativ zu vergleichen, jetzt einfach eine andere Geschichte. Es wird so salopp, weil auch das Glückshormon gesagt, Oxytocin, es wird übrigens auch gebildet, wenn du Schokolade isst, gell, vielleicht ist das ja auch irgendwie der Grund, warum man so gerne Schokolade isst, aber es ist halt, man sieht dann auch, dass diese Praktiken also einen Effekt auf die Physiologie haben, ne? Also die bewirken was physiologisch. Und dann kommen wir dann aus dieser Stressantwort, ne, diesen Adrenalin und Cortisol auch raus, ne, dieses Fight, Flight, Freeze. Und können so ein Paul Gilbert aus England, der hat da ein Buch auch geschrieben darüber, über so drei verschiedene Physiologien, die wir haben. Und da gibt es halt dieses, er nennt das Mammalian Caregiving System, also so ein Fürsorgeprogramm der Säugetiere, was wir Menschen haben, ne? Nur gehen wir da nicht rein, wir gehen sind meistens in diesen Stresssystemen drin, ne? Und beim achtsamen Selbstmitgefühl geht es halt darum, diese Physiologie aufzubauen. Also kurzum, das hat alles Effekte, also auf den Körper und dann auch auf unser Wohlbefinden, also es wirkt, es funktioniert, ne? Wenn sich jetzt jemand hier im Stream, hier im Raum dafür interessiert, so ein, zwei Schritte weitergeht, aber dann für sich sagt, naja, aber jetzt so ein ganzes Programm will ich jetzt vielleicht doch noch nicht machen. Gibt es da vielleicht irgendwie von dir so Tipps, was man vielleicht machen könnte, um in die Richtung zu gehen, vielleicht irgendwie kleine Übungen, Literatur etc., wo ich sagen kann, da kann ich ja vielleicht meinen ersten Schritt in die Richtung machen, ohne gleich ein 8-Wochen-Programm zu machen. Ja klar, da gibt es Bücher dazu. Mhm. Ne? Christopher Germer, Christian Neff, John Kabat-Zinn, der Auszug, den ich da gezeigt habe, sehr zu empfehlen, kann man sich einlesen. Mhm. Es gibt, oder wie du meintest, Meditationskreise, ne? Mal schauen, mal googeln, Meditationskreise Deutschland, ne? Kann man da was mitmachen, die auch umsonst dann da sind. Im englischsprachigen Raum kenne ich einen Meditationskreis aus den USA, der ist umsonst, die bieten dreimal am Tag eine Meditation an, umsonst. Center for Mindful Self-Compassion, Circle of Practice heißt es. Da gibt es auch eine LGBTQ+ Affinity Group, die trifft sich jeden Montag, da bin ich dabei. Also das kostet nichts, ne? Da könnt ihr euch mal ausprobieren oder probieren, ob das was für euch ist. Also darf ich mal googeln. Ne? Sonst, ihr könnt auch mir auch gerne E-Mail schreiben, ich kann auch weiter überlegen, was mir so einfällt, was es da für Wege gibt. Es ist auch vieles im Entstehen. Gerade im deutschsprachigen MSC-Verein, das ist auch angedacht, so Meditation anzubieten für den deutschsprachigen Raum. Das ist alles im Entstehen. Genau. Das Video übrigens zum Nachschauen, also von dem heutigen Abend, gibt es auf dem YouTube-Kanal im Sub. Da kann natürlich auch die Präsentation nachgeschaut werden. Da findet man auch dann deine E-Mail-Adresse drauf. Also insofern könnt ihr das dann alle haben. Man kann die Übungen sozusagen nochmal mit dir machen, durch die du uns jetzt sozusagen geleitet hast. Und ja, da ist noch eine Frage. Ein Hinweis zu gerade eben schon, es gibt im Waldschlösschen einmal im Jahr ein MSC-Programm. Da hat vier Tage, da kriegt man ganz gut Einfluss. Im Waldschlösschen, das ist ein schwules Seminar bei Göttingen. Schwulesbisches. Schwulesbisches. Queer oder wahrscheinlich Queer mit dabei, ja. Ja. Danke für den Hinweis, das wusste ich auch noch nicht, das ist gut.
Und ich würde mal sagen, wer noch nicht im Waldschlösschen war, das lohnt sich so oder so dahin zu gehen. Das ist wirklich auch so ein queerer Kraftort in Deutschland, der schon allein achtsamkeitsfördernd ist, würde ich mal sagen. Ja. Keine Fragen mehr. War jetzt nicht in Grindr, sondern ich habe immer geguckt, ob in Facebook ein Kommentar war. Und ist nicht, also offenbar sind alle Leute glücklich und alle Fragen beantwortet. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich danke vor allem dir für den wirklich sehr schönen und anregenden Vortrag. Und vielen Dank, dass du die Zeit so gut eingehalten hast. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ihr könnt gerne auch noch hier im Sub bleiben. Geht gut und achtsam mit euch um. Und nächsten Monat ist wieder eine Männerakademie. Leider nicht mit so einem achtsamen Thema, sondern mit einem etwas spooky Thema, nämlich Gaslighting. Gaslighting. Und zwar Gaslighting ist etwas sehr Unheimliches, nämlich eine bestimmte Form von Psychoterror und Manipulation, meist im Partnerkontext, über die jetzt immer mehr bekannt wird und immer mehr berichtet wird. Da haben wir mit Robert Weiland einen sehr spannenden Referenten und das ist wirklich mal ein anderes Thema. Das ist der zweite Dienstag im November. Aber für heute vielen Dank an Markus Buhlmann, dass du hier warst, dass du uns viel erzählt hast. Und dank euch und auch im Stream, dass ihr uns wieder gewogen wart und dabei wart. Und dann sehe ich euch hoffentlich alle im November. Tschüss.